Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Asreiter und wir haben heute einen vorgestellt. Und zwar haben wir Trader Life Simulator. Ein neues Spiel, hat man mir einen Key für gegeben. Der Mohammed war das, denke ich, wieso heißt der Kollege wohl, der das Spiel entwickelt. Und ja, nach dem Intro würde ich sagen, schauen wir da mal rein. Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken. Neues Spiel. Ich habe da schon reingeguckt. Ein bisschen will ich euch vorstellen. Es ist so, dass man einen Laden hat, den man ja dann in Plus bringen soll. Man hat ein Haus, wo man drin wohnt und man muss sich Klamotten holen. Wir gucken uns jetzt mal hier ein bisschen um. Das ist unser Haus. Hier ist ein Zimmer im oberen Etage. Hier ist das zweite, vielleicht das Kinderzimmer, keine Ahnung. Und hier geht's ins Bad. Ist auch noch nichts drin. Wir brauchen noch eine Badewanne und sowas. Dann geht's runter in unser Haus, ins Erdgeschoss. Dort ist wie immer so ein Wohnzimmer. Da hinten ist die Küche. Man kann hier nichts machen, außer diese Tür benutzen und rausgehen. Und dann geht das Tutorial los. Er sagt uns, dass wir das Auto nehmen sollen und unseren Supermarkt besuchen sollen. Ja, gucken wir das so, dass wir das hinkriegen. Und dann draußen sagt er, dass wir uns die Karte mal angucken sollen. Leider läuft hier so eine schicke Zeit runter. Gucken wir mal auf M rein, da sieht man, dass wir hier bei unserem Home sind und hier unten ist unser Geschäft. Da gibt es einen Laptopladen, einen Notebook, einen Handyladen, da gibt es einen Furnitureladen, hier ist die Bank, da kann man was reparieren, da gibt es Medikamente, hier ist die Farm, Autoreparatur, hier kann man was kaufen, hier oben Verträge abschließen oder sowas, keine Ahnung, da ist irgendwas mit Auto kaufen, hier ist noch eine Farm, nee, da ist nicht eine Farm, sondern da ist der Animal Trader. Hier oben ist ein Hafen. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Da ist unser Auto, das sollen wir ja nehmen. Dann kommt hier noch, überprüfen Sie den Status des Autos, drücken Sie E. Okay. Drücken wir mal E, wir müssen aber näher ran. So, wir haben 100% Kraftstoff, 100% Öl und das Auto ist noch heile. Und wir können mit F einsteigen. Aber er möchte, dass wir erst noch was anderes machen, nämlich N drücken. So. Dann drücken wir mal N und wir sehen, you don't have a phone. Also funktioniert das mit dem Auto verwalten mit dem Handy nicht. So, jetzt fahren wir mal zu unserem Laden. Da sollen wir wohl hin, ne, oder? Dort ist irgendwie eine Burgerbude. Die brauchen wir auch, um unseren Hunger zu stillen. Momentan haben wir aber nicht so sehr Hunger. So, dann müssen wir hier rum abbiegen zu unserem Laden. Und der befindet sich auf dieser Straße hinten rechts, wie wir sehen. So. Okay, dann halten wir hier mal an. Steigen aus. Und gehen da mal rein. F. Tür auf und drücken Sie Q, um Möbel zu platzieren. Ja, wenn dieses Okay nicht immer so ablaufen würde, wäre das ganz nett. Hier können wir ein Rack aufstellen, Regal, Schwerlastregal. Ja, kaufen wir erstmal hier eins. Besuchen Sie das Möbelgeschäft, um ein Bad zu kaufen. Ja, das müssen wir auch machen. So, jetzt ist das hier hinten vielleicht hinzustellen. Starten Sie das Auspacken der Ware, indem Sie F drücken. Okay. Ich wollte jetzt erst das Regal. Besuchen Sie den Jabba's Shop, um Nachschub zu leisten. Ich wollte das Regal da erst hinstellen. So. Und dann drücken wir hier F, steht da, um die Ware rauszunehmen. So, das müssen wir jetzt hier platzieren. F. Platzieren, F, platzieren, passt schon mal, ne? Dann drücken wir da F, da ist der T drin, packen wir da rein, so geht's nicht, weil da müssen wir F drücken. So kommen wir an unseren T, ne? Da hinten haben wir noch Kaffee. Gut, wenden den Laptop, um Fortschritte zu speichern. Super. Dann gehen wir mal hier zum Theresen. Der arbeitet mit dem Verkaufsprozess abwickeln.
So, Tresen, Kaffee reinstellen. Achso, wenn man hier den Laden nicht aufmacht, dann kann man auch nichts verkaufen. Deswegen sollte man diese Tür aufmachen. Und da steht schon einer und möchte was. So, jetzt gehen wir da hinten hin, packen den Kaffee und... Ah, der hat gleich Kaffee gekauft, cool. So. F. Ja, hat wieder gut geklappt. F, ach, der nächste hat schon Kaffee gekauft. Kann man sehen, wie viel da drin sind? Ah ja, da steht Quantity 3. Dann ist der Karton jetzt leer, ne? Ja. So, dann haben wir den Kaffee aufgebraucht. Okay, er kauft kein No-Sprühen. Keine Ahnung, was Sprühen ist. So, wie viel haben wir hier? Noch 8 Pakete drin und da 7. Alles klar, haben wir das. Da haben wir unseren Laden jetzt erstmal schon mal gesehen. Jetzt packen wir uns wieder die Klamotten ein. Kaffee wurde gerade verkauft. Beziehungsweise packen wir nicht die Klamotten ein, sondern steigen ins Auto. Wir sollen ja ein Bad kaufen beim Händler, beim Möbelhändler. Dann fahren wir mal zum Möbelhändler und gucken uns das da an. Windeln verkauft. Und dann müssen wir hier rechts rum. Und dann links rum. Kaffee verkauft, das geht gut weiter. Der verkauft da immer noch. Und so, links. Links. Und da hinten, wo der Silo da ist oder was das da auch immer für ein Teil ist. Müssen wir nochmal links abbiegen. Kaffee verkauft. Ah, das ist eine Farm, ne? Oder wie war das? Einmal aussteigen und Bad kaufen. Das war verlangt. Das gibt's hier. Hinten rechts, wie ihr seht. Wir kaufen das jetzt auch mal gerade. Zack. Für einkaufen. So, 250 Dollar haben wir noch da oben. Keine Erbsen haben wir auf jeden Fall. So, damit sind wir hier schon fertig. Das war der Auftrag. Einmal wieder einkaufen. Also fahren jetzt zu unserem Haus und werden da uns das Badezimmer aufbauen. Wir sind von hier gekommen und fahren jetzt zurück. Gucken wir, dass wir da hinkommen. So, da hinten geradeaus war unser Häuschen. Sternebewertung ist nix. Customer is left, no burger. Und die soll er sich hier in dem großen Laden kaufen, ne? So, da ist unser Häuslein. Aussteigen. Und ins Haus gehen. So, hier ist das Bad, Kuh, Badewanne, platzieren, drehen, passt. Und weil wir da gerade die Toilette noch haben, kommt die Toilette auch noch platziert. Passt. So interagieren wir auch gleich mit. Dann haben wir unsere Anzeige unten runter. Und da haben wir sie auch runter. Passt. So, jetzt fehlt uns nur noch das Essen. Das zeige ich euch auch, wie es geht. Hier in unserer Küche können wir leider nichts machen. Wahrscheinlich muss man dann erst einen Herd kaufen oder sowas. Ab ins Auto. Ja, wenn in 3 Zügen, das klappt noch nicht so, ne? Aber so schlecht war es jetzt nicht, oder? So, Essen gibt es da vorne in der Burgerbude. Fahren wir da gerade hin. Hunger haben wir 21, Geld haben wir 250, können wir uns also einen Burger leisten. Verkaufen auch ganz gut Kaffee und so.
So, einmal aussteigen. Und ab in die Burgerbude. Muss man einmal so doof rumgehen, ja, ne? Dass man da hinkommt. So, mit ihm sprechen. Jetzt gibt es hier einen Burger. Kaufen. So, jetzt können wir hier platzieren, drücken. Und dann können wir eh essen. Dann ist er weg. Und unten seht ihr, haben wir Null. Null, nicht Null. So war das mit dem Essen. Auch erledigt. Dann können wir ins Häuslein gehen. Ins Häuslein gehen, ins Auto gehen. Fahren wir rückwärts. Keine Erdbeerkekse gab's. So, wieder vorwärts. Um das Spiel zu speichern, kann man das mit einem Laptop machen. Klar. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier rechts ist ja noch der Smartphone-Laden und so. Gehen wir da mal hin. Aber ich weiß nicht, ob wir für 225 ein Smartphone kriegen. Einmal aussteigen. Sprechen wir mit dem Kollegen hier. Ja, können wir eins kaufen für 125. Ja, Entschuldigung, dass ich da über den Weg gekommen bin. So, N war das Smartphone. Autos reparieren, Gas nachfüllen, Öl nachfüllen, Abschleppwagen nach Hause, beschwert sich. Aha, so ist das, alles klar. Achso, da kann man auch noch Schaden haben wir auch genommen, das kann nur der Abrieb von den Reifen sein, oder? So, das bedeutet, wir drehen hier. Was haben wir hier noch? Im Laden zum Einkaufen, da ist die Bank. Da kann man bestimmt Kredit aufnehmen, wollen wir jetzt aber nicht machen. Fahren wir mal hier runter, gucken hier gerade noch ein bisschen rum. Da ist ein Toolladen. Dann steigen wir gerade mal hier aus. Gucken uns den Toolladen noch an. Was hat er denn hier so im Angebot? Ein Einkaufswagen, okay. Okay, gucken wir mal, was F ist. Buy Card. Ach so, das bedeutet, die Klamotten kann ich alle nicht kaufen. Card ist hier dieses Ding eigentlich. Ja, weiß ich nicht, wofür man das hier braucht. Aber ich habe jetzt auch keine 150 Dollar da, um das zu kaufen, ne? Wieder ab ins Auto. Hier ist abgesperrt, oder wie sehe ich das? Okay, da können wir wohl nicht weiter. Er steht da auf der Straße. Nicht so praktikabel, ne? Warte mal, da war noch ein Laden. Fußgänger haben da rot. Erdbeerkekse haben wir nicht. Was ist das für ein Laden? Ach, Pharmacy. Gehen wir da auch noch gerade reingucken, was das ist. Was hat er im Angebot? Treat yourself. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Zack, wieder ins Auto, wir fahren weiter. So, da haben wir eigentlich schon so ziemlich alles. Wir müssen nur gucken, dass wir in unserem Laden so ein bisschen was fertig kriegen noch. Einmal anhalten. So, dann steht da wieder einer, der was kauft, oder kauft er nichts? No Wassermelone. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier das auspacken müssen. Oder ob das auch so gehen würde. Okay, gehen wir hier rein. Das war der letzte, ne. Das war der letzte. Jetzt nehmen wir den Karton und das packen wir da vorne rein.
einmal drehen. Passt. Passt. T passt da auch noch rein. F drücken, ne? Und das ist alle. So, das ist alle. Das bedeutet jetzt, wir können mit Q den Laptop hier noch hinstellen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Mit dem Laptop können wir dann interagieren und können hier so gewisse Dinge sehen, was wir verkauft haben, was nicht da war. Hier kann man noch ein paar Sachen kaufen, Zeitungsstände oder sowas. Hier kann man das Spiel speichern. Hier kann man auch den Laden automatisch aufmachen und zumachen. Wenn es irgendwelche Rechnungen gab, die kann man da bezahlen, aber zurzeit gibt es noch keine Rechnung. Gut. So, hier können wir die Kasse leer machen. Dafür drücken wir jetzt F und haben 250 collected. So, mit dem Klamotten geht man wieder los und kauft wieder neue Ware. Und so baut man auch langsam seinen Laden dann hier aus. Gut. Ja, das ist das Große und Ganze von dem Spiel erstmal. Ich denke, wir können wahrscheinlich nochmal ein zweites machen. Dann zeige ich euch dann, wo man die Sachen kauft und können uns mal die Farm angucken und sowas. Das machen wir dann aber alles in der nächsten Folge, würde ich sagen. Okay, gehen wir mal gerade nochmal an den Laptop. Und speichern wir nochmal. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.